Hallihallo und herzlich willkommen zurück beim FSX. Ja, wir sind mittlerweile schon bei der Flugstunde 6. Es geht ums Fliegen im Gebirge. Und wir haben mittlerweile auch schon die Hälfte aller Flugstunden geschafft. Streng genommen sogar mehr als die Hälfte. Es gibt nämlich nur 10. Wir haben, na, wobei doch die Hälfte, wir haben 5, ne? Aber ich gehe davon aus, dass wir das hier relativ schnell schaffen werden. Das sieht relativ einfach aus. Na, wobei Bodenbetrieb sah auch relativ einfach. Na gut. Lassen wir uns überraschen. Viel Spaß und aua. Schon mal wieder im Voraus. In dieser Flugstunde lernen Sie den Start und die Landung auf sehr kurzen Start- bzw. Landebahnen im Gebirge mit umgebenden Bäumen. Die Verwendung der Klappen ist bei kurzen Starts und Landungen von großer Bedeutung. Die Klappen dienen zwei Zwecken. Sie erzeugen einen höheren Auftrieb sowie einen höheren Luftwiderstand, durch den das Flugzeug verlangsamt wird. Bevor Sie starten, sollten Sie die Klappen auf Stufe 1 ausfahren, indem Sie F7 drücken. Wenn Sie sich die ausgefahrenen Klappen am Flügel ansehen möchten, schalten Sie auf die Beobachtersicht um, indem Sie F10 drücken. Drücken Sie F9, um zur virtuellen Cockpit-Ansicht zurückzukehren. Drücken Sie STRG plus E, um den Motor anzulassen. Versuchen Sie, bei einer Geschwindigkeit von 55 Knoten abzuheben und steigen Sie mit 60 Knoten. Auf diese Weise erreichen Sie den optimalen Steigwinkel für dieses Flugzeug. Okay. Dann wollen wir mal abheben, ne? Parkbremse lösen. Ich kann kein Gas geben. Wieso kann ich kein Gas geben? Und mein Joystick scheint ein wenig zu zappeln. Okay. Hier läuft jetzt gerade gar nichts. Wir machen einfach nochmal von vorn. In dieser Flugstunde lernen Sie den Start und die Landung auf sehr kurzen Start- bzw. Landebahnen im Gebirge mit umgebenden Bäumen. Die Verwendung der Klappen ist bei kurzen Starts und Landungen von großer Bedeutung. Die Klappen dienen zwei Zwecken. Sie erzeugen einen höheren Auftrieb sowie einen höheren Luftwiderstand, durch den das Flugzeug verlangsamt wird. Bevor Sie starten, sollten Sie die Klappen auf Stufe 1 ausfahren, indem Sie F7 drücken. Wenn Sie sich die ausgefahrenen Klappen am Flügel ansehen möchten, schalten Sie auf die Beobachtersicht um, indem Sie F10 drücken. Drücken Sie F9, um zur virtuellen Cockpit-Ansicht zurückzukehren. Drücken Sie STRG plus E, um den Motor anzulassen. Ach, versuchen Sie, bei einer Motor Geschwindigkeit anzulassen. Von 55 Ach. Knoten abzuheben und steigen Sie mit 60 Knoten. Auf diese Weise erreichen Sie den optimalen Steigwinkel für dieses Flugzeug. Na gut, dann machen wir mal STRG. Och, hier ist ein handlicher Schlüssel, kann ich doch auch hier machen, oder? Dürfte doch nicht so schwer sein, einen Schlüssel umzudrehen. Okay, Motor angelassen. Super, dann Gas. Sehr schön. Der FSX scheint mir heute sehr leise vom Ton her. Ziehen Sie den Steuerknüppel jetzt nach hinten, um abzuheben. Großartiger Start. Da Sie nun in der Luft sind, fahren Sie die Klappen ein, indem Sie F6 drücken. Hab ich nicht hingeschaut. Strömung Abriss. Ah! Sie werden südlich von Ihrer gegenwärtigen Position auf der Landebahn von Lower Loon landen.
Die Landebahn ist sehr kurz und von Hügeln umgeben, sodass Sie sie von der richtigen Richtung aus anfliegen müssen, um problemlos landen hallo? zu können. Hallo? Die beste Strecke nach Lower Loon führt entlang des Flusstals und nicht in gerader Linie über die Hügel. Dies ermöglicht einen flacheren Ja, Landeanflug. nur Wenn Sie möchten, können Sie sich an den ich glaube, ich Einflugzeichen bin schon so ein orientieren. bisschen gelandet, ne? Kumpel? Hallo? 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 Kumpel? Hallo? Naja. Ich denke, damit, ja. Also eigentlich müssten wir ja noch weiter können, aber ich glaube, wir sind weit von jedem Weitkommen entfernt. Ich gebe nochmal Schub, aber das bringt auch nicht wirklich viel, ne? Das Einzigste. Nö. Nee. Ja, dann würde ich sagen, tschüss erstmal.